Mann, diese Episode hat mich wirklich sprachlos gemacht. Hallo und willkommen zu meinem Review von Black Clover Episode 25 oder auch Page 25. Was einige in dieser Episode kritisiert haben, war, dass nicht besonders viel passiert ist, aber trotzdem muss ich sagen, gab es echt einige coole Schlüsselmomente, also mal abgesehen von dem Endschlüsselmoment in dieser Episode, wo am Ende eben die fünf Leute mit den weißen Roben auftauchen und vor allem mit dem einen mysteriösen Mädchen da im Schlepptau, die alle aufschneiden will. Die Anfangsszene mit Shami und der Hexe war echt wirklich geil, weil das Mana von der Hexe schwindet und wir sehen ihre wahre Gestalt. Und dann gibt es ein riesengroßes Missverständnis, ein Kommunikationsproblem zwischen den beiden. Weil die Hexe will das Mana von Shami haben. Und sie glaubt aber, dass die Hexe ihr Essen haben will. Nun, ich glaube aber, dass Shami so oder so ungern auch ihr Mana hergeben wollen würde. Aber an diesem Missverständnis merkt man eben auch, wie stark sie eigentlich ist und dass eigentlich jeder vom schwarzen Stier ordentlich was drauf hat. Aber auch seine extremen Mängel hat, womit sie dann einfach nicht in normale Orden oder ich nenne es jetzt mal in Adelsorden sich einordnen können. Dafür sind sie einfach zu psychisch unstabil. Das geht einfach nicht. Und nachdem dann Shami eben die Hexe besiegt hat, geht natürlich ihr beschütztes Essen flöten, über das sich der Koch so sehr gefreut hat, dass Shami so viel davon essen will. Doch dann kam unser Held Juno mit seiner Windmagie das Essen retten. Und das hat mich wirklich voll an den typischen Superman-Rettungsmove erinnert. Was Juno natürlich zum Essensprinzen für Shami gemacht hat, die sich sofort in ihn verliebt hat. Ob diese Referenz wohl mit Absicht war? Was denkt ihr? Habt ihr die Referenz gemerkt? Tippt es doch unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon dabei seid, dann könnt ihr gerne wie immer noch einen Abo da lassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Nach einem kurzen Moment, wo wir den König sehen, na toll, kommen wir auch schon zum Hauptteil, zur Hauptaction dieser Episode. Nämlich zurück zu Rades und Leopold, Noel und Aster, wo sie Bator suchen. Das ist derjenige, der die Raumerschaffungsmagie anwendet, und Aster ist derjenige, der die richtige Spürnase dafür hat und ihn unter den ganzen Zombie-Leichen entdeckt. Und das kommt relativ oft vor in dieser Episode, wo Aster diese Geistesblitze hat. Weil dann später noch einmal, wo er Rades am Flüchten hindert, was wirklich sowas von episch war. Weil er schafft es immer wieder, es aufzuhalten, also die Raummagie von Bartos aufzuhalten, indem er sein eines Schwert wirft, die Magie neutralisiert, mit seiner Antimagie und dann eben Rades immer und immer wieder verletzt. Und das war einfach so episch, weil Rades will nicht verletzt werden, weil das zeigt Schwäche und Aster gibt es ihm immer wieder und wieder. Mehr als episch, mehr als gerechtfertigt. Weil vor allem, wenn man bedenkt, was sie eben vor Gorion angetan haben. Aber dazu komme ich gleich noch. Weil die zweite Sache, wo es Aster wieder schafft ist, diesen Geistesblitz zu haben, ist, wo er sich von dem Fluch befreit, den seine Wunden immer wieder weiter bluten und bluten lassen. Das war auch ziemlich intelligent von ihm. Und das, finde ich, nimmt einen Punkt weg in Black Clover, den er vorher schon viele kritisiert haben, inklusive mir, dass Aster anfänglich einfach keine Ahnung hatte. Und ich wusste, wie er es verwenden soll. Seine Magie, die Antimagie. Was ja keine Magie ist, aber ich nenne es einfach mal so. Er wird immer besser darin. Da hat man eine Charakterentwicklung dabei, die mir extrem gut gefällt. Also wirklich, Kudos zu Aster. Weil zuerst dachte ich, dass Noel die einzige wäre, die dann noch ein bisschen Verstand übrig hätte. Weil Leopold konnte man ja anfänglich komplett vergessen und sie war eben die einzige, die versucht hat, vor Gorion zu schützen, etwas die Blutung zu stoppen und sie so schnell wie möglich zu Mimosa zu bringen. Und oh Gott, dem Typen fehlt ein Arm. Wird das weitlaufend sein? Wird er überhaupt überleben? Weil sein Grimoire löst sich ja schon auf. Kann man den Arm wieder mit der Magie flicken? Ehrlich gesagt, ich hoffe es nicht, weil bis jetzt gab es in den Anime keine großartigen Nachsichten. Also es gab bis jetzt nicht etwas, was Konsequenzen hatte für immer. Das war's derweil noch nicht. Das gab's derweil noch nicht. Somit würde ich es wirklich gut finden, wenn das das erste wäre, was eine großartige Konsequenz von sich trägt.
Okay Leute, das war's mit dem Review. Danke fürs Ansehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben und einen Abo da. Außerdem habe ich Patreon, Link ist unten in der Videobeschreibung, wo ihr mich und meine Arbeit ebenfalls unterstützen könnt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.